Oh, Hallöchen und willkommen zurück. Ich bin der Super-F und das sind die Siedler 5. So, in der letzten Episode haben wir ja die Legenden fertig gespielt. Das haben wir also abgeschlossen. Aber nun kommen wir zu den Freispielkarten. Ich gesagt habe, wir werden natürlich nicht alle spielen. Es muss ja noch das Siedler 6 Addon kommen und Siedler 5 wieder Nebelreich. Aber liegt auch noch ein bisschen vor uns. Nun gut, ich werde heute die, ja genau, das sind die schwarzen Berge. Ich werde jetzt 2-3 spielen. Ich werde wohl 3 spielen. Genau, 3. Die größeren Spiele wie die Stadt Rach und Standrog oder Berge des Lichts und so weiter oder die dunklen Pyramiden werde ich wohl nicht spielen. So, eben so 2 oder 3. Und danach vielleicht nach die Nebelreiche. Irgendwann mal werde ich noch andere spielen, aber jetzt werde ich mal diese 3 spielen. Nun gut. Dann lass uns mal die schwarzen Berge starten. Ich habe mich ein bisschen informiert und ja, es ist leider so, zu dieser Zeit hier konnte man noch nicht, ja schon schade, konnte man leider noch nicht gegen den PC spielen. Also der Feind kann gescriptet werden, also er kann programmiert werden, aber man, oh Mann, Alarm, ich komme gerade von Birnheim, einer Stadt im Norden. Stadt wird vom Nebelvolk angegriffen. Bestimmt werden sie auch hierher kommen. Werden auf Angriffe gewappnet sein. Zumindest verteidigt euer All Dorf. Eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Sie. Hauptmann, ich glaube, ihr benötigt unsere Unterstützung. Wir werden mit euch die Angreifer zurückschlagen. Ja, was hatte ich jetzt vergessen? Unser Bürgermeister möchte mit euch sprechen. Gern. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. So, also jetzt. Ja. Wir müssen ganz schnell so agieren. So soll es sein. Da kommen ja schon die Ersten. Mann, Mann, Mann. Na gut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Auf in den Kampf! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Darik liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld, wandelt im Licht. Keine Angst, ich verstehe was davon. Ja, mein Herr. So. Also dieser hier wird die ganze Zeit angegriffen, wie ihr sehen könnt, vom Nebelreich. Dafür sind wir genau die Richtigen. Das haben wir gleich. Gerne. Und ich muss jetzt da mal ein bisschen schnell reagieren. Wird erledigt. Am aller Anfang ist es schwer, das ist klar. Fertig. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. Ja. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es ist Zahltag. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja. Natürlich. Wenn's denn sein muss. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Fertig! Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Ja! Oh, na gut. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Natürlich! Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ah. Hinten ist nichts. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Kein Problem. Lass uns schauen, was da hinten ist. Nun gut, wie ihr seht, das ist aber schnell mal ins Spiel reingegangen.
Nichtsdestotrotz, das ist sozusagen mein Reich und da hinten ist irgendetwas. Was macht denn diese Heuballe hier? Na, gute Frage. Aha, sozusagen meine Grenze. Aber gern! Okay. Und eben so viel zu diesem gescripteten Gegner. Ist in Ordnung. Hier seht ihr das Nebelvolk. Es kommt immer von irgendwo da unten. Und irgendwo von da unten kommt es rauf und greift diesen Gegner hier an. Das ist dieser Script dann, der passiert. Und ihr seht, er greift immer und immer und immer und immer und immer wieder an. Ohne Ende. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Zahltag. Ja, ist gut. Ja. Jetzt gerade in diesem Zwischenschnitt, in der Zeit, wo gerade die angegriffen werden, kann ich rüber. Ich habe eben nicht so viel Zeit. Man muss immer wieder da schauen für den Kanone, weil man sie hat geschafft. Gut. Nun heißt es halt bauen, bauen, bauen. Gut, es geht. Zwar nicht so viele Leibeigene, aber das kommt schon. Na gut. Vielleicht zwei noch für Holz. Wird erledigt. Ich mach Dario mit. Ja. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wie ihr seht, das Nebelvolk ist extrem schwach gegen Feinde. Und jetzt geht bald weg. Hallo Dario. Gut, dass ihr gekommen seid. Wie ihr seht, haben wir ein Problem. Das Nebelvolk attackiert dauernd unsere Stadt. Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr sie vertreiben könntet. Unsere Kundschaft darum berichtet, dass es mehrere Wege in ihr Hauptquartier gibt. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Er hat es überlebt. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ja, mein Lord. Ja. Sehr wohl. Da steht sie schon. Neue Technologie, sehr gut. Ausbau. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Hast du hier? Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Gut. Geh an. Ja, ja. Und was hier hinten so gibt. Ist in Ordnung. Ja, ist gut. Sofort. Ich schicke zum Holzen. Stimmt, das ist am Ausbauen. Dann kann ich ja bald schon Zahnräder erforschen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Kein Problem. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Von hier? Es gibt nicht genug zu essen. Und wo von hier hinten wohl? Weil hier unten kommt es nicht. Von hier hinten. Ja, ist gut. Ausbau abgeschlossen. Zahltag. Eine neue Technologie ist erforscht. Ja. Ja, ja.
Ja, und dann habe ich doch noch Leonardo hier. Kein Problem. Ah, such noch eine Brücke. Ah, nein. Jupp. Dann holst du natürlich. Aus. Auch hier, Zahnräder, sehr wichtig. Ja, ja. Und das. Aha, hier ist noch eine Brücke. Gleich versteckte Ressourcen gut. Oder so. Hm. Die an. Heißt, nein. Die Attacken. Ebelfolk und Banditen. Ich weiß ja nicht, aber... Wenn da schon eine Brücke gebaut wurde... Ich bin noch nicht ja. sonderlich froh darüber. Kein Problem. Das Gebäude ist ausgebaut. Sicher das. Ja. Nichts lieber als das. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Ja! Das war sicherlich ein Scheiß. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Sofort. Ein Einsiedler? Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Es ist Zahltag. Natürlich. Aufbau. Ihr benötigt mehr Lehm. Ja, ja. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Ja. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Habe ich doch mal diese Banditen gefunden, würde ich sagen. Kein Problem. Das haben wir gleich. Aufpassen. Fertig, Meister. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. So, mach ich noch die fertig da. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jawohl. Geschafft. Sie gegen Schwert. Das mache keine ich. Chance, aber ansonsten schon. Das wurde geschafft, dann kann ich das mal ausbauen. Sowie auch die Minen. Ein Bauernhöfchen sie bauen. Schabbat. Und... Okay, das braucht alles Lehm. Ja, ja. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Ja. Ausbau vollbracht. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ihr habt nicht genug Lehm. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht... Hallo. Was ihr auf der Suche nach einem Dorfzentrum seid, wüsste ich, wo ihr eins finden könntet. Leider ist es schon besetzt. Kampflos werdet ihr es nicht erhalten.
Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Mhm. Einige Siedler haben nichts zu essen. Das Gebäude ist ausgebaut. Dann würde ich sagen, habe ich da mein Dorfzentrum gefunden. Die Sonne gefunden. Kehrt zurück. Es wird Sommer. Nichts lieber als das. Ja! Das ist gemacht. Dann das da hier. Und momentan ist das der einzige Feind. Jetzt hier unten gibt es noch die Banditen. Muss ich schauen, dass ich nicht zu viel... ich da wirklich nicht zu viele Leute... Nichts mehr da. Ersetze. Kann ich dann jetzt gehen? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau abgeschlossen. Wenn's denn sein muss. Ist in Ordnung. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Oh, noch mit Leonardo sprechen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ach, wie schön euch zu sehen. Dieses Mal wurde ich einmal tatsächlich nicht gefangen genommen. Welch ein Glück. Doch meinem Gehilfen ging es schlechter. Er wurde von den Attacken gefangen genommen. Er hatte die Brückenpläne bei sich. Ja, und nun können die Attacken Brücken bauen und wir nicht. Möglicherweise könnte ich die Pläne nachzeichnen, doch nur unter folgenden Bedingungen. Mein Haus auf dem Hügel wurde zerstört. Wenn ihr die Ruinen abreißt und an der gleichen Stelle ein großes Wohnhaus errichtet, bekommt ihr die Pläne für die Brücke. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Und da seht ihr, dass es manchmal knapp werden kann mit den Türmen. Weil die sind da schon ein bisschen konsequent. Das verdammte Nebelvolk. Warum wäre es möglich, dass man hier oder auch hier vorne schon ein paar Türme hinbaut, dann hätte man das Problem gelöst. Aber nein, es geht einfach hier. Es geht einfach hier. 19.000 Stein. Sehr schön. Ein Platz für ein Platz. Ist in Ordnung. Na gut. Zahltag. So, dann mal die das da hier bauen. Denke mal, ich sollte hier oben, sobald ich da genug Kanonentürme habe, kann ich da runtergehen für das zweite Dorfzentrum. Er macht halt diesen einigen Kampf jetzt dafür eine halbe Stunde, das aber Gebäude das ist schon okay. Ist ausgebaut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Könnt ihr noch einen beträchtlichen Teil der Leibeigenen dann opfern, sobald ich genug Rohstoffe habe. Das Nebelvolk kommt irgendwo von hier. Ausbau vollbracht. Interessant. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja! Ja, ja. Ja! Ja, ja. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ah. Oh.
Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Sollte eigentlich so sein, dass das Nibblevolk niemals eine Chance hat, hier durchzukommen. Wird es, glaube ich, auch nie, aber man weiß ja nicht. Weil. Das ist jetzt fragwürdig. Eigentlich keine Chance. Aber es kann ja immer passieren, dass sie dann vielleicht zu stark werden. Dann plötzlich ist ein Kanonenturm weg. Und dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir. Geschafft. Muss ich darüber gehen und helfen. Ansonsten, wir werden sie ein Problem haben. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Fertig! Das gebaut. Kaserne baue ich dann normalerweise hier hin. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Oder sollte Feinde ich? Feinde greifen ihn an. Leider ist aber schon ein bisschen, bis sie da durch es sind. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Trotzdem nur eine Frage der Leute. Ja. Sicher das? Wenn's denn sein muss. So, schicke ich die alle darüber. Na gut. Zahltag. Dann wird sich der schon noch schnell lösen, das Problem. Natürlich. Aber gern. So, also, wir haben da ein paar Kanonentürme, ein paar Leute. Denk einmal, ich muss das so weit erforschen, bis ich da einen Kanonenturm bauen kann. Dann baue ich so hier drei Kanonentürme hin, lasse da diese Einheit hier und danach kann ich mit meinen Helden runtergehen und mir ein paar mehr Leute. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Wenn ihr meint... Feinde greifen eure Häuser an. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Aber Erek funktioniert immer. Wandelt das ist das Beste. Im Licht. Wir werden sie fertig machen. Fertig! Natürlich. Wie ihr seht, gibt es Kanonen, dann ist es ein Kultprozess. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Aber gern! Das wurde gemacht, dann kann ich das hier forschen und das hier schon ausbauen. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Natürlich! Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Na, seht ihr? Da sind ein Haufen Leibeigene und die machen diesen Wald sehr schnell zunichte. Zahltag. Nun gut, ich würde dann also sagen, das war's gewesen mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war mal die erste Freispielkarte der Legenden. Nun gut. Und also, das war der Super F in die Siedler 5. Schönen Tag und tschüss.